Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut inszeniert. Es ist halt, ihr müsst halt verstehen, worum es da geht, ist, dass du bist mit Ellie aufgewachsen. Joel ist mehr oder weniger eine Vaterfigur für sie geworden. Und du bist mit ihr durch Hölle und Himmel gegangen. Auf einmal verstehen die sich nicht mehr. Joel hat einen Golfschläger im Kopf und es ist vorbei. So, und du kommst aber in die Story rein. Also alle, viele werden das nochmal vorher gespielt haben. Haben dieses innige Verhältnis zwischen Ellie und Joel. Auf einmal ist das nicht mehr und dann ist er tot. Ohne dass irgendwas gemacht wurde. So, und so wirst du in die Story geworfen. Wie gesagt, nochmal, dass er stirbt, ist nicht schlimm, sondern wie er stirbt. Und das ist auch nicht polarisierend, das ist einfach, finde ich persönlich, an der Stelle spuckst du deinen Fans ins Gesicht. Die Leute, die diese Spielreihe geliebt haben, sind, denke ich, grundsätzlich erstmal sehr unzufrieden damit. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. Naja. Ey, sag mal, Bass, hast du ein bisschen zu viel Life is Strange gespielt oder was? Bist du weich in der Birne? Sag mal, seid ihr, also jetzt mal wirklich, die Leute, die jetzt irgendwas, seid ihr nicht ganz knisper oder was? Ich habe euch gerade ganz vernünftig in Ruhe Pro und Contra aufgezählt, habe gesagt, wir werden sehen, wo das Game hingeht. Ich habe weder was gesagt, dass das Spiel scheiße ist, noch irgendetwas. Ich habe das sogar noch sehr nett ausgedrückt. Sag mal. Kannst du nicht ausdenken. Internet-PP-Gas wieder. Ich bin überhaupt nicht getriggert. Ich bin gespannt, wo sie hingehen, wie sie das wieder wie sie das retten wollen. Noch mehr Liebe. Gucken. Spannend. Wie gesagt, das Einzige, was ich hoffe, es wird nicht so ein Desaster wie Life is Strange, weil dann wäre es für mich halt einfach gar nichts. So, das hoffe ich halt wirklich nicht. Das wäre nicht schön. Ich mag dieses ganze Rumgefühlsdusel nicht und kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Aber das ist ja dann auch persönliche Präferenz. Oh, er hat sich's eingerahmt. Ist die Qualität besser geworden? Hat er Fotokopie gemacht? Und jetzt mal wirklich für alle, Chat. Ob ihr das scheiße findet oder nicht. Ist ja vollkommen okay. Aber vernünftig, unterhaltet euch bitte vernünftig darüber. Okay?
Es ist ein ganz normales, es ist einfach ein Computerspiel. Manchmal mag man Entscheidungen nicht, aber dann kann man sich vernünftig unterhalten. Müsst ihr euch auf dem fucking Freitag nicht die Köpfe einkloppen wegen den Computerspielen. Schon gar nicht in meinem Chat, weil ihr wollt, glaube ich, alle nicht, dass ich dann eine Zündung mache. Weil ich habe nämlich gerade keinen Bock, eine Zündung zu machen. Aber wenn ich das weiter lese und immer rüber gucke und sich Leute die Köpfe einschlagen, weil jemand gestorben ist und dann man eventuell damit nicht konform geht. Easy on the trigger. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Zündung gab es schon, da war ich aber nicht involviert. Ellie, du musst mal wieder zur Maniküre. Mädchen, das geht nicht. Alles okay? Ja, nur komm einfach runter. Maria. Ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann heil zurück, bitte. Na klar. Na dann, los mit euch, bevor es dunkel wird. Übrigens, Leute, wenn ihr mit meiner Meinung nicht einher seid, müsst ihr mir keine PMs auf irgendwelchen Plattformen schreiben, wenn ihr gebannt werdet, okay? Also ich weiß nicht, wie dieser er hieß. Moment. Drückte ihn runter und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet?
Du meinst Infizierte? Nein, gesunde, nicht infizierte Personen. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Hey, hab mal Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist auch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Dankeschön für die Subs und die Bits. Babe Nation. Wäre manchmal, glaube ich, auch nicht so verkehrt für den einen oder anderen. Oder ein Tee. Tee ist gut. Der Sanitoeta gifted a tier 1 sub to Onkel Doex. They have given 12 gift subs in the channel. Ich hab bestimmt vom Schulzen. Hey, pst. Hallo. Kannst du bitte nicht meine Pausenstory erzählen, als ich mir fast in die Hose geschissen habe und es an der Tür geklingelt hat? Shh, es geht kein Wasser an. Mach die Kamera aus auf meinem Klo, Ray. Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Nee, ich will nicht galoppieren. Weil wir kurz vor Seattle sind. Ich glaube, die andere ging, da bin ich mir gar nicht so sicher, wo wir vorher waren, aber ich denke mal, das war so die Ecke Colorado oder so, wo es halt ein bisschen höher gelegen ist. Ich möchte nicht über das Spiel urteilen. Ich will das Game einfach nur spielen, Sanitöter. Ich lag wohl falsch. Ich hab keinen Bock. Also doch, wo du hinreitest. Ich habe keine Lust, über irgendwas zu urteilen jetzt gerade. Ich kann gerne Babe Nation Witze machen und Gefühlsduselzeug, aber das Spiel habe ich gar keinen Bock drauf gerade. Also auf das Spiel schon, aber. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Außerdem versuche ich gerade noch, mich so ein bisschen in die Situation hier rein zu versetzen, dass. Unser Begleiter weiblich geworden ist, was nicht schlimm ist, aber es ist gefühlstechnisch, muss man sich als Mann auch erstmal so versuchen, da reinzusetzen in die Lage. Weil am Ende des Tages ist die Quest ja, wir müssen theoretisch jetzt immer einen Joint-Stängel finden, damit wir schöne Abende haben, damit Ellie runterkommt. Vielleicht ist das ja so demnächst unsere Medizin, ich weiß nicht. Awesome! Das ergeht mich gerade. Kleiner als 3. Aber schön ist es hier. Bleib bei Schimmer. Ja. Warum sieht ein Schimmer so anders aus? Ich dachte, Schimmer. Warum sieht Schimmer so anders aus? Oh. Ja. Ja, wenigstens freust du dich noch über die Karten. Wenigstens einer von uns beiden. Hm.
Wenn ich sowas als Kartograf immer sehe, ne? In den Games, wenn die sich so eine Freizeitparkkarten holen irgendwie, wo überhaupt nichts detailgetreu ist und 30.000 Straßen weggelassen wurden. Das könnten wir nehmen für die Orientierung durch die Stadt. Ja, ja. Kann man. Eine gute Idee. War was Gutes da drin? Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Klar, die Karten sind super realistisch. Damit kannst du richtig navigieren. Du kannst mit einer Freizeitparkkarte sogar ins Weltall fliegen. Zwischendurch machst du Fenster auf und schmeißt sie weg. So hilfreich ist sie. To be honest, aber oft genauso aus. To be honest, sehen Touristenkarten aber oft genauso aus. Ja, Touristenkarten sind ja aber auch Quatsch, Chris. Für die Attraktion. Die sind ja auch völliger Bullshit. Sieht verlassen aus. Ja. Oh. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Moment. Ich weiß. Und das macht mir Angst. Hab noch was vergessen. Ich muss doch noch jemanden blockieren. Möchten Sie Kontakt ignorieren oder blockieren? Nee, blockieren komplett. Yes, danke. Gut. Sehr schön. Endlich Ruhe. Dieses Rauschen ist weg in meinem Ohr. Ellie ist jetzt 19, oder? Ellie ist jetzt 19. Joel, 20 Jahre später. Ja, Ellie, 25 Jahre später nach Ausbruch. Ist das richtig? Ist das 25 Jahre nach Ausbruch oder 26? 25, ne? Guck mal, dann ist die Natur aber ganz schön schnell gewachsen. Dann ist die Natur aber gewachsen, weil der ganze Highway ist weg. Hier war ja vorher wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, nix. Darüber wissen wir aber auch nichts, oder? Dass die... Wow, ist das die Quarantänezone? Yep. Schau mal nach oben. Maga, mein UPS-Postbote hat gesagt, er hat mein Paket in einem Markt abgegeben. Weil ich nicht zu Hause war. Er war gar nicht bei mir. Steht auf dem Highway, die Sau. Die Saudi. Ja. Und letztens hat er noch mit mir rumgeschäkert. So, das ist alles cool. Ja. Okay, aber zurück zum Thema. 25 Jahre später. Wann war Tschernobyl? 1900. 80, ne? 86. Das sind 26 Jahre? 24? 24 Jahre. Und Pripyat... Gut, doch. Könnte hinkommen. Das war natürlich hier ein bisschen krasser, aber... Also könnte doch gar nicht so unrealistisch sein. Ich weiß, es ist ein Computerspiel. Ich will einfach nur gerade von diesen ganzen schrecklichen Themen ablenken und euch irgendwie in Gedanken bringen, dass ihr googelt. Versteht ihr, was ich meine?
34? Stimmt, die 90er zählen noch dazu. 34 Jahre. Gut, Quick Math und so. Psst. War was Gutes da drin? Ziemlich leer gefegt. Also Dina, sorry, aber keine Marihuana. Marihuana für uns. Trespassers killed on sight. Aber wisst ihr, was ich halt nicht verstehe? Hier ist eine riesen Mauer. Das waren Soldaten aus der KZ. Siehst du die Fedra-Uniform? Meinst du, das war die WLF? Ja, und sie haben sie hier gelassen. Als Warnung. Echt abartig. Da scheinen Risse zu sein. Da oben, in der Mauer. Hm. Wir hier irgendwo lang? Hey Dina, du hast halt, ohne Scheiß, Dina, du hast die krassesten Fußstapfen zu füllen, die es gibt. Also bevor wir jetzt weitergehen, bitte, 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 ich wünsche dir sehr viel Glück. Du hast es wirklich schwer gerade. Du hast es schwer, Dina. Sind das Käfige? Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Ah ja. Was momentan das Ziel? Alle töten. Alle töten ist das Ziel gerade. Dina, hey, hilf mir hier hoch. Ich halte die Augen offen. Versuch das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. Klar. Das Tor von der anderen Seite geht bestimmt einfacher. Da ist weniger Rost dran. Ne? Oder so. Ist das eine gute Idee? Alles gut. War nur echt knapp. Schön ist es. Gibt keine Taste zum Rutschen. Nee. Kein Treppenrutscher. Ellie? Warum hast du dich jetzt hingelegt? Hallo? Okay. Na gut. Hm.
kriege ich dich an. Gute Frage. Cool, jetzt brauchen wir keine Messer mehr verschwenden, um in Räume reinzukommen. Oh, was ist denn das? Okay, wann das wohl geschrieben wurde? Moinsen, Magga. Sog 3 giftet Artier 1 Sub to Moagatanga. They have given 204 Gift Subs in the channel. Zu wen hast du wen? Mogavada Tanga Ganga? Moagatanga, Moinsen. Ich hab mich gerade gewundert, Heide Witz ja. Moin, Moagatanga. Das ist mein Generator. Und Dankeschön, Sogge. Okay, ich glaube, das ist es. Oh, Mist. Das ist Starkstrom, Püppi. Okay. Ellie? Ellie! Hier drüben! Wo? Das war das falsche Tor. Hm. Ach hier, guck mal, hier ist sogar noch ein Sprechschlitz. Hey, alles okay? Was war das eben? Ich habe das Tor geöffnet. Und jetzt kümmere ich mich um das. Also, wir glauben an dich. Danke. Come on, baby, give daddy some loving. Und wieder dabei kleiner als 3. Ich glaube, Dina hat schon wieder die Friedenspfeife angemacht. Ich glaube, Dina hat schon die Friedenspfeife an, Chat. Die hat schon eine außerkörperliche Erfahrung gerade gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Hm. Na gut. 420 Dina, ja. Vape Nation. Der rote Knopf ist es. Hier fehlt auch Strom. Gehen wir jetzt zum ganz großen Generator? Saft. So, hier komme ich nicht rüber. Wie läuft's? Drängel nicht. Sag mir jetzt nicht, das ist sowas wie zieh den Stecker da raus und steck den Stecker da rein.